Ja. So, das ist die 8. Der Kurt ist auf der 8. Fahr mit der 100 mal dahin. Boah, kann der überhaupt so schnell? 100 Meilen? Ein bisschen schnell, der fast 200 Stundenkilometer, oder? Das kommt mit dem Zählen schon gar nicht mehr nach. Das ist die 7., glaube ich, jetzt, ne? Da fahren wir nochmal rüber. Nächste müsste die 8. sein. Ja, da ist die 8. So, jetzt muss erstmal das Leichensche Haus kommen, wenn ich mich. Genau, Gericht. Nein! Glück gehabt! Ich werde im Warten. Ja, der warte du im Wagen. Ich speichere nochmal kurz ab. So. Lütten Kurut. Sehr schön. Er gefällt mir. Also, wie gesagt. Das sind schöne Bilder, die sieht man halt selten, ne? Weil die anderen Male spielen, ist meistens immer so ein bisschen Polizeistreife fahren, was man so früher gemacht hat, aber so richtig durchgespielt hat man es eigentlich eher selten. So. Ich sehe, dass Sie schon wieder zurück sind. Hatten Sie ein Problem mit dem Haftbefehl? Ja, hatte ich. Nein, nicht mit dem Haftbefehl, nur mit dem Hineinkommen. Der Ort ist fast wie eine Festung. Es gibt nur einen Weg, um das Haus zu gelangen. Ich brauche eine Spezialbewilligung, um den motorisierten Rambock der Abteilung zu nutzen zu können. Aha. Die guckt dich genau an, die Richterin, und meinte, dann. Ich verstehe. In Ordnung, Officer. Ich vertraue Ihrem Urteilsvermögen. Hat die nicht gestempelt? Nimmst du die richterliche Anordnung? Ich muss grad, kann ich den Dispatch eigentlich anrufen von dem. Warte mal. Nee. Ausweis. Nee. Ja, vielleicht ist er ja schon da. So. Dann fahren wir mal. Aber wir müssen wieder Blaulicht einschalten, weil es ist nun mal halt hier Not, nicht Not am Mann, sondern Gefahr im Verzug. So. Noch ein bisschen Feuer geben hier. Yeah. Die finale Fahrt mit unserem Auto. Ja. Überrascht mich jetzt ein bisschen die Uhrzeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe viel zu lange hier gespielt. Ich wollte es eigentlich unbedingt durchbringen. No. Ich muss doch gleich selber weg. Oh, da ist er, der Rumbock. Ja, der ist schon einsatzbereit, dank Richterin Simpson. Ja, nimm du die Rückseite. Das will ich hören. Eine Verräterin als, ja, als Rückendeckung wollte ich schon immer mal haben. So, wir gehen rein. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Das ist jetzt wirklich eine Klickorgie. Ja, ich muss es ausprobieren. Ich weiß es echt nicht mehr. Es kann sein, dass ich jetzt ein paar Mal sterbe. Oh, ich hätte wahrscheinlich hier besser den Kultring nochmal einge. Warte, bis ich in Position bin. Dann macht das Kleinholz aus der Türe. Yeah. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Also man hätte einfach das auch mit so einem Handbock wahrscheinlich machen können. Und oder mit ein bisschen Sprengmittel.
Stehen bleiben! Polizei! Nicht schießen, ich gebe auf. Das glaubst du wohl selber nicht, mein Freund. Ich vertraue dem nicht. Na gut. Vertrauen wir ihm mal. Ah, er hält wenigstens die Waffe noch sehr gut. Das ist sehr schön. Du findest ein Gefühl der Befriedigung, als du die Handschellen um die Handgelenke von Michael Baines legst. Sehr schön. Ich übernehme ihn, Sonny. Das ist sehr lieb von dir, Kollege. Schön, deutsche Kollegen zu haben. Aber, ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Nö, kann ich ja nicht runter? Also ich bin sicher, dass ich muss noch in den Keller gehen, oder? Was ist für komisch ist, das ist der Fernseher, das ist ja eher ein Radio, oder? Ich komme nicht klar, ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Muss ich nochmal rausgehen? Hey Sonny! Der Einsatz hat einmal, dass du die K9-Einheit brauchst. Da habe ich Spike mitgebracht. Das ist eine gute Sache. Ja, der wird doch von etwas Sicherung dort drin aufgenommen. Er wird mir einen Arm ausrenken, wenn ich ihn nicht gehen lasse. Dann los, such. Hopp, hopp. Ach, schön. Das ist Polizeieinsatz. Auch wenn sie eigentlich ferne Realität ist. Okay, habe ich noch die Waffe gezogen? Sehr gut, das ist wichtig. Wie Rantanplan, ne? Von Lucky Luke. Genau dahin. So, schnappen wir mal das hier. Du schaust unter schmutzige Kisten und findest eine Fernbedienung. Ja, das wollte ich ja schon immer mal haben. Okay. Du untersuchst den Kamin, kannst aber nichts Besonderes finden. Ja, aber ich meine, genau, das war das nämlich, ne? Man muss es nämlich hier benutzen. Eins, zwei, oh, wie süß, ein Herzchen, drei, vier, ist nix, fünf, neun, sechs, oh oh, oh oh, wo ist deine Waffe, Kollege? Ich weiß, ich glaub, man muss, glaube ich, jetzt noch einmal schnell jemanden abknallen. Das ist furchtbar. Ah, verdammt. Ich muss speichern. Das mache ich nicht nochmal. Ach, es ist aufregend. So, wir gehen, glaube ich, einen kleinen Schritt hier hin. Da kommt nochmal einer. Da ist irgend noch einer im. Ich verstehe auch nicht, warum da nicht 20 Millionen Polizisten reinrennen und alles durchsuchen. Das ist doch wohl standardmäßig so hier. Nee, anscheinend ist es nicht so. Ich mache jetzt einen Fehler bestimmt, ne? Ja. Das Tisch ist voller Werkzeuge, um Drogen herzustellen. Ein Kellergeschoss, das schäbig aussehender Ort ist, ist ein schäbig aussehender Ort, vollgesogen mit dem Duft eines Drogenlabors. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Du willst keine Beweise zerstören? Natürlich möchte ich keine... Da musst du... Ja, jetzt klappt. Ach. Ich war doch vorbereitet, mein Freund. Ein guter Polizist ist immer vorbereitet.
Ein guter Polizist geht auch nie alleine da rein, mein Freund, sondern geht mit 2, 3, 4, 5 Leuten, man geht mit der ganzen Mannschaft da rein. Aber. Ich glaube, man muss einmal hier um den Tisch laufen, ne? Ja, was denn jetzt? Habe ich jetzt. Hä? Was ist los? Aber es war doch gar nicht so schlecht, oder? Er stand doch noch da. Ich glaube, ich habe daneben geschossen, ne? Ja, wie soll denn das gehen? Da und dann. So, das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also ich gehe dahin. Dann gehe ich wieder da zurück und habe schon mal den Schießeisen hier in der Hand. Mein Gott, wer soll sich nicht ducken? Verdammte Axtmensch. Laden, da ist er. Da muss ich hin. Okay, dahin. So, einmal zurück. Waffe nehmen. La 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 la. So. Ich musste dringend auf Toilette, aber ich will das jetzt zu Ende spielen. So, wir gehen da lang. Vielleicht speichern wir nochmal. So. Ersetzen. Ersetzen. So. Zurückgehen und die Knarre. Was macht der Typ eigentlich hier? Macht der überhaupt irgendwas? Aha. Du hast ihn erschossen. Warte einen Moment, ich werde nachsehen, ob er noch ein Lebenszeichen von sich gibt. Ja, jetzt ist die Szene, ne? Wenn es jetzt geklappt hat, dann liegt nämlich die Waffe. Ich würde sagen, dass es echt lustig war, Bonds, aber du wirst wirklich eine ziemliche Ja. Das ist es nämlich. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Die berühmte Verstärkung ist leider nicht gekommen. Wie ich schon in einer der Videos vorher bemerkt oder vermutet habe, naja, ich kann es jetzt noch nicht mal genau sagen, warum. Wie gesagt, diese Beschwerde haben wir eingereicht. Wir konnten nicht mit dem Captain über den Kokain-Drogenfund reden. Und ist auch egal. Prinzipiell haben wir es geschafft. Wenn noch nicht mit dem erforderlichen Ende. Ich danke fürs Zugucken. Der Police Quest 3 Serie. Dann sehen wir uns in einem anderen Video bald wieder. Ich danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss. Ja, nochmal herzlich willkommen zurück zu Police Quest 3 Bonus Teil 1. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Ich möchte sehen, wie dieses Spiel zu Ende geht. Und das möchtet ihr sicherlich wahrscheinlich auch. Und deswegen werden wir uns hier nochmal mit dem Pistölchen hier bewaffnen. Gehen hier nochmal zurück. Knallen den Typen nochmal ab. Und ich hoffe, dann kommt die Verstärkung. You shot him. Hold on a while I check his vital signs. Und schnapp dir die Pistole, du blöde Morales. Gib uns den Grund. Du bist nämlich ein Mitglied dieser Bande. I'd like to say it was fun, Bonds, but you've
been a real pain in my ass. I'm Detective Hooks, Internal Affairs. I've been keeping an eye on her since your report. Ja, das, ich weiß es nicht, warum es nicht geklappt hat. Wir hatten diesen Report ja eigentlich gegeben. Wir konnten nicht mit dem Captain reden. Das ist echt ein Problem. Ja, congratulations. You have not only solved your murder case, but you've also found an incapacitated dangerous cult that was processing crack, bla bla bla. Also wir haben nicht unseren eigenen Fall gelöst mit unserer lieben Frau, der es ihr wieder gut geht, glücklicherweise, sondern wir haben noch wirklich einen sehr gefährlichen Kult gefunden, der hier, wie gesagt, dieses Crackhaus betrieben hat. Und naja, letztendlich, der Rest ist halt Papierkram, Routineaufgaben und ach, das ist alles so aufregend und ja, schön. Ja, das würde ich sagen, warten wir. Auf was eigentlich? Ich weiß nicht. Ah, auf das Finale. Es musste noch laden. Entschuldigung. Ja. Okay. Es... Also ich kann es jetzt übersetzen. Ich fühle mich so gut, endlich dich wieder zu haben. Ich freue mich. Ja. Ich war aber gerade vom Wunder sprechen. Oh, Sonny. Was? A baby? Oh, ach du lieber Gott, das ist ja... Also schlimmer geht's nimmer, oder? Ja. Dann noch einmal vielen Dank fürs Gucken. Ich glaube, ich klatsche das einfach an den letzten Teil ran. Ja, wie gesagt. Lest euch den Text mal durch. Wie gesagt, ich konnte es einfach nicht so stehen lassen. Ich habe mir die englische Version, wie gesagt, von GOG besorgt und ein Safe Game aus dem Internet ergoogelt, um nochmal wenigstens den Schluss nochmal hier zu sehen. Dann danke ich nochmal fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder zum nächsten Video. Danke, tschüss. Writer Jane Jensen. Wahnsinn, ne? Weil eigentlich müsste es ja der eine Typ da sein, aber egal, was soll's.